Aufnahme start. Das sind zwei verschiedene Arten von Lila. Ja, ich glaub dir dann. Oder das ist, was du meinst, ist wahrscheinlich. Ist, nee, das sind die Götzen. Das ist schon gut. Ich sag lieber nichts. Blau. Was sind dann die Götzen für eine Farbe? Ist das auch blau oder ist das grün? Was ist das für ein beschissenes Farbthema? Ganz ehrlich. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe hier auch so noch so einen Gegenstand, der ist auch ein anderes Blau. Das ist ein ganz beschissenes Farbthema, Leute. So, bist du fertig? Ja, ich bin fertig mit den Nerven. Oh. Dann wollen wir nicht. Gehen wir. Okay, ich gehe nach rechts. Teleportierung start. Start. Ja. Imperiales Echo. Ja. Ich nicht. Ich bin jetzt immer noch in dem Gebiet. Also ich bin nur im Ladebildschirm gerade. Ja, ich auch. Nur für wie lange? Ein bisschen zu lange, das gefällt mir gar nicht. Ja, okay, ich bin drin. Ja, ich auch. Nein, mein Ball. Muss das jetzt hier noch durch das grüne Portal da gehen? Ja, ich bin jetzt hier direkt gespawnt. Ja, irgendwo. Ich muss jetzt hier noch durch das Portal da gehen. Okay. Na gut. So, wir müssen uns angewöhnen, dass wenn einer von uns stirbt hier, hat der andere wegrennt. Ja, ich weiß, wie wir beide so zum Teleport, zum Portal eingerannt sind, aber hat sich vor unseren Augen geschlossen. So traurig. Okay. Was? Also ja, okay, ich wollte schon sagen. Dass wir vorhin gestorben sind. Ja. Nein, wir gehen wieder rein. Nein! Bitte beide patrouillierenden Discreated Flash. Alles klar. Das ist gar nicht schlecht mit dem Schutz, das kann ich ja brauchen. Ja, das ist eigentlich perfekt für dein Knochenschild, ne? Für dein Knochenschild. Ja, ich weiß nicht, woher ich das habe, aber ist egal eigentlich. Oh, goldene Resonanz. So. Na gut, ich gerade, glaube ich, da alle gewonnen. Das wird gut. So. Vorsichtig hier. Keine Ahnung, was das mit dieser Resonanz aussieht. Okay. Vielleicht nicht so viele Sachen auf einmal triggern. Das liegt wohl eher an denen als an uns. Das kommt drauf an, wie die sich verhalten. Ja. Ich weiß nicht, was kommt, aber irgendwie das bisher größte Update für Helder was 2 soll kommen. Okay. Ich weiß nicht, was das Update bringt, aber die haben gesagt, das wird das bis jetzt bis daher größte sein. Eine ganz neue Fraktion. Die ist ja angekündigt, die soll kommen. Ob das die jetzt ist, die werden wir sehen. Was ist das für eine Fraktion? Irgendeine fortgeschrittene Alien-Rasse, die fortgeschrittene Technologie hat. Okay, das ist cool. Die scheint es anscheinend auch im ersten Teil gegeben zu haben, wie es aussieht. Odachi der Brutalität, alles klar. Ja. Ich kenne mich damit nicht aus, ich weiß nicht, was die so drauf haben. Das ist irgendeine fortschrittliche Zukunfts-Alien-Rasse. Mal sehen, was die ziehen. Die Masiala. Ich würde von Horror auf uns loslassen. Erstmal müssen wir mit dem Panzern und so klarkommen. Den Roboter. Panzer war ja nicht ein Problem, ehrlich gesagt.
überrascht, ja, aber wir haben ja gekillt, gefressen. Da. Oh Gott, der hätte mich beinahe gekillt. Den K-Typ, ja, ich wollte gerade sagen. Geht da rein, mein Gott. Was ist denn der für alles für einen Namen da? Ich. Aber der ist noch am Leben. Ja, ich dachte, er war tot. Ja, ich auch. Er hat uns ausgetrickst, der Lack. Ja, beim nächsten Mal gegen die Insekten kämpfen. Ja. Ich weiß, du magst die Insekten nicht. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Gegen die Roboter zu kämpfen macht auch irgendwie mehr Bock, finde ich. Deshalb würdest du irgendwie so einen eigenen Krieg irgendwie also führen gegen die. Also einfacher, ne? Ja. Außer auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Die haben ja noch nicht alles auf uns losgelassen, was die hart ist. Ja. Genau wie die Insekten, die haben auch noch einiges mehr zu bieten. Auf Stufe 20 schalten wir eine interessante Waffe frei. Die Railgun. Okay, ja, diese Blitz-Dingens. Das ist eine Primär... Nee, nicht so ein Bogenwerfer, das ist eine Primärwaffe. Die ist ziemlich stark, damit kannst du sogar Stürmer, das kann sogar die Panzerung von Stürmern durchdringen. Okay. Hast du die so Schienen abfeuern oder was? Was, Maschinen? So Schienen irgendwie so. Oder irgendwie so was, oder was denke ich hier gerade? Railgun gibt es da auch wirklich nehmen, ich weiß nicht wie das. Das ist wie die ein Projektil auf höchste Geschwindigkeit beschleunigt, das macht sehr viel Schaden. Ah, das ist eine Waffe, die musst du aufladen. Also je länger du gedrückt hältst, desto mehr macht der Schaden, der Schuss Schaden, wenn du drückst. Abfeuerst. Die hat sogar, die kommt in zwei, die hat auch zwei Modi, den Safe Mode und den Unsafe Mode. Im Safe Mode kannst du die bis zu 80% aufladen. Im Unsafe Mode kannst du die bis zu 100% aufladen. Nur dann besteht die Chance, dass wenn du dann abfeuerst, die explodiert. Geil. Also das ist High Risk, High Damage, basically. Du machst dann maximal Schaden, kannst du machen, wenn du im Unsafe nur 11 Mode so bist, aber da besteht dann die hohe Chance, dass der Ding dir um die Ohren fliegt, wenn du abfeuerst. Also damit kann man sogar gegen Titans kämpfen, ganz ehrlich. Das kann sogar die Panzerung von Stürmern und Titans durchdringen, also... Das ist eine Primärwaffe. Mhm. Ja, natürlich, das ist natürlich... Weiß ich nicht, das hat den Nachteil, ich weiß nicht, das ist nicht gegen mehrere Gegner, glaube ich, geeignet. Das ist nur gegen große, starke Gegner geeignet. Da war die Debatte, dass das Ding zu OP ist, dann haben sie das genervt. Jetzt sagen einige, dass sie das wieder buffen sollen. Machen ja das Spiel einfach schwächer. Und das hat mehr. Ja. Da bin ich mal gespannt, ey. Dass ich das Spiel hatte, so geil, ey. Ja. Die haben was so Banales, ey. Das ist so banal eigentlich. Das ist ja nicht irgendwie innovativ. Das ist, glaube ich, eines der ersten Spiele, wo irgendwie, weiß nicht, wo das irgendwie sehr chaotisch aussieht im Trailer, aber das Spiel selber ist noch chaotischer. Ja. Es ist einfach nur sinnloser Spaß. Das gibt es gar nicht, ey. Also der Trailer tut das schon so ein bisschen anders hellen, ehrlich gesagt. Ja, irgendwie schon, ne? Da muss ich ja mal, weiß ich nicht, auf höheren Schwierigkeitsgraden Gameplay ansehen, ey. Das ist Chaos pur, ey. Na, wir werden bald mittendrin da sein. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen, nur zu zweit. Mal sehen. Es gibt sogar auf den höheren Schwierigkeitsgraden auch Missionen, da musst du eine gewisse Anzahl von Gegnern töten. Da sind so hunderte von Gegnern zu töten, damit du ein bisschen zum nächsten Objective kannst. Okay. Echo erobert. Und die werden anscheinend auch, die Community bezeichnet die anscheinend auch als AT-AT, diese, weiß ich nicht, neuen Viecher da von den Robotern. Das sind anscheinend vierbeinige Roboterfabriken. Haben wir hier einen Boss jetzt dafür getötet? Ja. Okay, ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Wir sind ja fertig. Wir können, glaube ich, gehen. Aber grün ist ein Schild. Da oben.
Was soll ich für dich sagen? Schild, weiß ich nicht. Der ist grün. Ja, kannst ja mal. Rubin, der hat eine Menge Fähigkeit. Der ist ja wieder gehört zu einem Set. Ich habe ja einen besseren Helm gerade gefunden. Mehr Diener LP, her damit. Also langsam aber sicher finde ich hier immer wieder so ein paar Kleinigkeiten. Ich habe ja gar kein Schild. Ja. Dann gib ihn mir. Hoa. Was haben wir da? Jetzt sind viele Effekte drauf. Ja, der Teil von dem Set. Mehr Blockschaden, Wirksamkeit, ja. Das ist schon ein Upgrade, glaube ich. Schaut gegen auch dafür mit Feuerfertigkeiten zu vergiften. Weniger Giftschaden. Ja, nehme ich. Sehr gut. So, raus hier, glaube ich. So, jetzt haben wir wieder so zwei Dinger zum Auswählen. So. Okay, ich kann da nicht auswählen. Bei mir, ich tue draufklicken, dann kriege ich ein paar Runen. Okay, ich konnte auswählen. Was haben wir hier? Aber ich kriege hier die ganze Zeit nur Waffen. Ich brauche keine. Jetzt habe ich hier 12 Folianten der Erfahrung oder Goldhaufen. Was soll ich mit dem Goldhaufen? Also Gold brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe Erfahrungspunkte jetzt anscheinend gekriegt. Primalist. Ich habe Level 4 Ausrüstungsgegenstand in dem Slot. Nehmen wir das hier. Okay. Yes. Okay. Boom. 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 Brauch ich nicht. Ja, noch nicht. Okay. Ich habe jetzt meine letzte Fähigkeit da freigeschaltet für die Monstrosität. War nicht das? Ja. So, warte mal hier. Ich habe Belohnung, ein einzigartiger Gegenstand, okay. Aber da müssen wir erstmal weiter. Ich nehme an, hier gehen wir rein als nächstes. Wir sind fertig mit einem. Ja, ich komme sofort. Ja, ich will dich nicht hier weg teleportieren. Ohne Warnung. Ja, ich lande dann sowieso wieder hier. Also, ich lande ja nicht direkt im Dungeon aus irgendeinem Grund. Ja, ich komme. Rainer, Ritualsee. Sieht irgendwie aus wie so ein Roguelike irgendwie hier. Also verschiedene Wege gehen und so. Ich weiß nicht, wie weit das noch geht. Ja. Jedes Mal, wenn ich irgendwie einen neuen Weg auswähle, dann kommen irgendwie wieder drei weitere Wege. Alles klar. Das wird nie enden. Kann gut sein, ne? Okay. Oh Gott, ich darf nicht. Meine Tiere, bewegt euch nicht. Oh, wir sind im Jurassic Park. Was? Yay, Dash. Ja, schön Blitzschaden, entschuldige, was? Aber das mache ich als Schaden. Das ist ein Streitkolben, das ist ein Knochen. What?
Ich glaube, du irrst dich, Daniel. Das ist definitiv ein Streitkolben. Das ist einfach nur so ein riesiger Knochen. Den muss ich mir als Souvenir mitnehmen. Na. Na. Bäh. Okay. Versiegle Ash Gate. Alles klar. Oh Gott. Ein paar Lags habe ich hier hin und wieder. Ja, ich auch. Eine Menge an Gegnern wahrscheinlich. Das ist ja nicht die, als wir gegen die Insekten da gekämpft haben. Ey. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, aber vorhin viel mehr. Hier sind detaillierter. Oh, Eisgeber. Sein, ja. Weitere Verbündete. Boah. Oh mein Gott, ein T-Rex. Ein Raptor, meine ich. Ein T-Rex, das ist ganz schön groß, ey. Es ist nicht ein Brontosaurus, hier ist wieder so ein Kristalldingens, damit wir aufmachen können. Oh, warte, 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 warte. Hat dann einen Gegner spawnt, ich räume hier gerade nur auf in der Gegend. Ich muss passiven ja kurz verballern. Wirst du wusst wie Brontosaurus, liebe wie ein totes Walrus. Ja, dann versuchen wir einmal gleich. Hoffentlich bringt er uns nicht um. Ich hatte den, ich war kurz davor, den zu besiegen. Das war voll nervig, dass ich den noch verloren habe. Oh Mann. Oh! Er feuert seinen Laser. So, ich gehe mal ein bisschen auf Abstand. Nur so. Der droppt bestimmt voll geile Sachen. Das weiß er nicht. Er nimmt aber viel Schaden. Oh nein. Was hast du da gezögert, Daniel? Er ist tot. Sehr gut. Experimenteller Kettengürtel des Lebens. Ich habe experimenteller Kettengürtel des Ausweichens. Ey. So. Ist das besser als was ich jetzt habe? Oh, mein einer Gürtel hat plus 200 Rüstung, so als Effekt. Ich weiß genau, wovon du redest, Daniel. Ich habe einen Gürtel, der bringt mir plus 200 Rüstung auf. Was sind denn flüchtige Zombies? Ich habe keine Ahnung. Ich frag mich nicht immer so einen Scheiß. Ich weiß es nicht. Ja, klingt irgendwie so, weiß ich nicht, so Necromancer-mäßig irgendwie. Hast du da eine hast du da irgendwas mit flüchtenden Zombies oder was? Ja, ja, zwei flüchtige Zombies beschworen bei Trankbenutzung. Okay. Ah, okay, das hört sich doch gut an. Ja, für dich, nehme ich an. Ja, dann gib mir das. Ja, weiß nicht, ob die Werte und so was gut sind. Ja, das weiß ich auch nicht. Aber das klingt. Klingt so, cool. So. Klingt so nach deinem Fetisch hier. Ich habe keine Fetische. Ich weiß doch, du stehst auf Tod. So. Wie weit kommen wir jetzt eigentlich hier? 7, okay. Hm. Ja, das ist also, blöd. Das hat der Gürtel, den ich von ihm bekommen habe gerade. Ja, die Fähigkeiten sind super, aber ich habe hier, ich hab so einen blöden Gürtel, der bringt mir 200 Rüstung mehr. Ja, ja, habe ich auch, deswegen. Ja, egal, jetzt habe ich das. Kannst du mal ausprobieren, wenn du den Trank benutzt.
Ja, das ist ein Skill, den man hat. Flüchtende Zombies kann ich. Warte mal. Ich guck mal eben. Flüchtende, ja, kann ich auch beschwören als Skill, aber habe ich nicht in meiner Liste. Also, beschwört einen flüchtenden Zombie, der zum nächsten Gegner schlurft. Erreicht er den Gegner oder stirbt er, explodiert er. Wodurch er und Gegner um ihn herum physischen Schaden und Feuerschaden zu fürchten. Okay, war nicht so schlecht. Ja. Aber das, ich weiß nicht, ob es dafür wert ist, 200 Rüstung zu verlieren. Ja, wollte ich auch nicht. Kann man das nicht irgendwie aufwerten, das Ding? Weil nicht. Oh Gott, extrem lecker. Bei mir nicht. Müssen wir langsam gucken, wie Schmieden so funktioniert, er. Ja, ja. Vielleicht kann man Dinger sogar die größte Fähigkeit irgendwie so aufwerten oder so, ey. Ja, bestimmt. Weiter erhöht Leiter Wiederbelebungstempo. Das wäre auch nicht schlecht. Wiederbelebungstempo und Reichweite. Wenn ich nicht so nah an die heran muss. Aber jetzt sterben sie ja irgendwie nicht mehr. Ja, soll ich mal, weil ich nicht die Fähigkeit ausprobieren? Ja. Und einen Trank benutzen, ne? Ne, meine Stufe 40 Fähigkeit, die ich also freigeschaltet habe. Die Monstrosität oder was? Ja, ich frage mich, ob ich dann nur die Monstrosität haben kann. Weil der opfert dann all meine Viecher und dann ruft er eine Optionalität. Habe ich dann nur die Optionalität? Ja, ob du danach wieder Skelette beschwören kannst? Ob ich die dann wieder beschwören kann oder ob ich dann nur das eine Vieh haben kann. Ja, ja, guck mal. Boah. Zusammengeschellte Abscheulichkeit. Na und? Nein, irgendwie habe ich. Ja. Ah, ist er kaputt gegangen. Ja. Also kannst du nur den oder Skelett haben. Ja, anscheinend schon. Boah. Das ist genau wie meinem Begleiter. Ich kann die entweder auf einen limitieren und dem voll hochbuffen oder voll viel haben. Ja, warte mal kurz. Ich spiele gerade ein bisschen mit meinen Fähigkeiten. Gut. Dieser Raptor war ein Boss? Nein. Ich rufe jetzt mal schlurfende Zombies. Oh Gott, so viele Lags. Bei mir läuft eigentlich, komischerweise. Weiß nicht, was bei mir los ist. Okay, Alter. Wie kann ich denn von denen haben, ey? Was? Ich habe jetzt schon 5 von denen. Das ist doch gut. Alter. 6. Ja, jetzt mal mit dem Trank einsetzen, ne? Nee, ich habe nicht den Gürtel eingesetzt. Ich habe die Fähigkeit jetzt mal ausgerüstet. Das ist auch eine Fähigkeit. Ich habe die jetzt mal ausgerüstet. Okay. Ich habe jetzt 6. 6 ist anscheinend das Maximum von denen. Ja. Okay, einer ist von denen gerade okay, die sterben nach einer Zeit, alles klar. Ja, okay. Ja, die explodieren ja auch, wenn sie Gegner treffen oder so. Ja, aber hier sind ja keine Gegner, ne? Dann tun die halt spontan natürlich. Boah. Oh, jetzt leckt. Oh Gott, fucking ja. Ja. Oh, ein Schlüssel. Hör damit. Stufe 59.
wie sie im Wind um mich herum. Ja. Das ist auch irgendwie durch das durch irgendein Ausrüstungsgegenstand. Ich höre das, glaube ich, sogar eben. Ja, so. Ja. Ich habe die Chance manchmal so einen Wind. Das ist einer meiner Fähigkeiten, die ich aber nicht ausgerüstet habe. Das ist ja natürlich ein Wirbel machen dann. Das kommt mir bekannt vor. Das ist ein Mahlstrom. Jetzt würde es, als wärst du mal ein Barbar gewesen. Ja. Oh. Oh Gott, viele Gegner, viele Gegner. Ich schieße. Wow, der brennt. Ja, den habe ich angezündet. Also. Oh Gott. Der Dinosaurier hat ein Schild um sich herum. Goldene Resonanz, was auch immer das ist, ey. Was bringt das überhaupt für einen Scheiß? Weiß nicht, ja, irgendwas mit Geschenken zu tun, glaube ich. Alles klar. Komme ich von dir auch immer. Alle Attributsplitter. So, hier ist irgendwo ein Boss, glaube ich. Und da ist was am Blinken. Und diese Dinosaurier Maschine auf den Rücken. So, oh, das war. Das ist irgendwas sehr Goldenes gedroppt. Zunge der aberranten Seers. Okay, das ist ein cooler Ring, glaube ich. Der hat geleuchtet. So, was ist das? Er hat sich gefreut, der Ring. Oh. Alec. Mein PC mag dieses Gebiet überhaupt nicht. Meine auch nicht. Oh Gott. Er war schon so ein bisschen unspielbar gerade. Ich weiß nicht, wo der Boss ist. Ja, auch nicht. Ich habe das Ding da angesprochen. Dann sind die Gegner gespawnt. Leck. Da ist irgendwo ein Boss in der Horde da. Ja. Ja. Oder nicht? Oh, der Riesenskorpion. Der wütende Turm der Riesenskorpion. Mach mich die Musik so chillig hier. Dieses. Okay. Ja, wir haben den Boss. Ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber wir haben ihn. Da. Ich muss mal den Ring abchecken. So, Zunge des aberranten Seers. Schon mit Situation für kritische Treffer, Chance und dann plus 3 bis auf alle Attribute. Ja, das kann man noch mal machen. Jetzt ist ein Ring Stufe 6. Boah. Okay, raus hier. Ich wollte gerade sagen, was ist denn ein stürmisches Eiszentrum des Entzündens? Warte mal, heißt das wirklich so, aber will ich mich jetzt verlesen? Ich habe aber leider keine Blitzsachen, was soll ich damit jetzt? So, ich gehe raus. Da gehst du doch immer dann. Du gehst doch immer raus. Ich komme immer wieder. Ja, das Ding heißt im Alter. Stürmisches Eiszepter des Entzündens. Yes. Alles klar, macht er Frostbrand oder? Ich muss mal meinen Inventar leeren, Alter. Das ist so voll, ey. Take care. So, wieder einen Schlüssel gefunden. So. Jetzt habe ich Geld bekommen von dem Ding in der Mitte.
Okay, ich kann mir das irgendwie aussuchen. Soll ich vielleicht was zusammenwerfen? Alles klar. Stufe von Schandkaskade für Schurken in Splitter. Boah, ich dachte aber irgendwas. Oh, die Nahkampfschaden. Ich kann mir Glyphen oder Afflitzsplitter aussuchen. Ich nicht. Ich weiß nicht warum. Ja, das Schmieden da jetzt ausprobieren. Das kann man nicht sehen. Wie geht denn das jetzt? So, oh mein Gott, ist das Ding riesig. Ausgangsgegenstand auswählen. Elfriesen Schaden. Ist auch viel besser. Über das. So, was kann man denn da machen? Da. Weiß ich auch nicht. Ja, versuche ich jetzt mal was zu finden. Was ist das hier? Da kommen die Blüten rein. Und zwar sind sicher, dass unsterblich einer mündet. Wenn uns darin kehrt, zum Überweis der verschlossene Lager zurück, um Überlebende zu finden. Okay. Ganz ruhig, Bruder, ganz ruhig. Okay. Okay, Info kann man ja nach. Kann man ja nachlesen. Ich lese mir jetzt aber nicht durch. Kurz und Lebensaufnahme weg. Ich weiß nicht, wie der funktioniert. Ich auch nicht. Warum folgt er? Meine Tiere haben deinen Golem hinter mich hergezogen, ey. Wir haben versucht, ihn zu kidnappen. Mit Schergenschaden. Hör damit. Ich habe viele Sachen, die meine Diener stärker machen. Freut mich. Hatte ich den nicht gerade? Na, bin ich gerade. Hast du ja nicht gerade ausgerüstet? Ja. Na, das sieht auch gut aus. Yes. Ja, ich verstehe nicht. Sie setzt mich jetzt nicht hin, um neu zu lernen. Ich warte einfach, wenn ich besseres Equipment bekomme. Das geplünderte Lager, das ist irgendwie der Kunde. What? Ich hatte die Truhe noch gar nicht geöffnet. Okay, jetzt kannst du. Ja, guck mal auch, ob da was drin ist. Ja, ich habe die Truhe nicht geöffnet gehabt. Ja, guck, ob da was dabei ist für dich. Ja, hab ich da jetzt. Ja, okay. So. Ich nehme an, wenn wir Level 60 oder so erreicht haben, können wir nochmal versuchen, gegen den Cthulhu zu kämpfen. Weil er nicht bei den schaffen. Das ist heftig. Ja, irgendwann müssen wir ihn erschaffen.
Genau wie die Albtraum Dungeons dann. So. Was ist hier los? Das unsterbliche Imperium, die leben immer noch. Boah. Ja, die sind unsterblich, ne? Ja, fresst sie. Boah, was sind da für Strahlen aus dem Boden? Ich nehme an, der Kollege da. Ah. Oh Gott. Leck. Leck. Was? Das war ist doch gerade gar nichts da. Oh, Steintyp. Der mit dem Beiner übergezogen. Der macht Schaden, der Bewerber. Brumm, bim, bum. Ah, ein paar Götzen. Upp. Eine Medusa, aber nur als Kopf. So. Da schaut es auf tut mal da. Wächter, Großgötze. Diener, Feuerschaden. Oder hab ich gerade eingesammelt? Na, weg damit. So. Wow. Der Laser. Jo. Was ist das denn? Ich nehme einfach die lila Gegenstand. Ja. So schnell kann es gehen, ne? Besiege den Nekromanten. Oh Gott. Wie war es in Explosion? Ja, der schießt mit irgendwelchen Steinen, die explodieren, pass auf. Da waren wir explodiert. Oh Gott, da sind noch mehr Steintypen. Mein Gott, warum ist das Spiel auf einmal so am Legen? Muss die Grafik noch ein bisschen runterstellen oder was? Daniel! Er hat mich gewonshottet. Ich glaube, ich stehe sofort. Kann ich nicht. Ich bin wieder da. Ich schieße die ganze Zeit mit explodierenden Steinen hier, ey. Los, meine Wölfe. Ich habe so einen grünen Kreis getötet. Mich hat er auch letztendlich. Der macht schon wieder Hammer werfen. Nee. Ich glaube, alle meine Diener sind tot. Das ist mein Golem. Ey. Ja. Da ist deine Krähe gerade gestorben. Nein. Aua. Mir voll Stein gegen das Gesicht geworfen. Komm her, Stück. Irgendwas gekillt.
Naja, einer ist tot. Ich laufe einfach an dem vorbei, der schmeißt mir einfach einen riesen Felsen ins Gesicht. Der Sack. Wütender, tobender, unsterblicher des Fokus. Bärenartiges Kupferamulett des Nachwachsens. Dann steht da aber noch Vogelkleidung. So. Schaden. Ich nehme Giftschaden schon wieder. Nein, ich nehme viel Giftschaden, sehr viel Giftschaden. Dann hör auf damit. Dann lass es einfach sein. Ich glaube, der Sensenmann ist tot. Ich soll vielleicht mal meine Diener rufen. Aber wie viele Sachen liegen denn hier? Ja, das sind Knochen. Marodeur, Tiefenfällung der Straflosigkeit. Oh, jetzt was für den Primalist sammeln. Körperrüstung, vitale Kolme, Rüstung 180 plus 180. Ich glaube, ich habe viel mehr. Ja, okay. Ja, ich habe 372. Okay. Erhöhte Lebensregeneration, alles klar. Okay. Ich weiß nicht, woher diese Geisterwölfe manchmal kommen. Da sind wir in deine, weiß ich nicht. Ja, weiß ich, am Blinken. Irgendwas blinkt hier. Bist du das? Oder ich. Irgendwas ist hier am Blinken. Jetzt nicht mehr. Ganz ruhig dann. Weil wenn ich weggehe, dann ist es nicht mehr am, ist es wieder am Blinken. Was zum? Das ist nur dein Vater, der will Kontakt aufnehmen. Was hat? Okay, irgendwie. Dann weiß ich auch nicht. Sobald ich wieder weggehe, fängt er an zu blinken. Dann gehen wir zu den anderen. Was du da? Wie geht's nicht weiter? Ich sehe nur deinen verwirrten, dein verwirrtes Icon die ganze Zeit so, wie sich dann am Drehen ist. So, was? Oh, Steintyp. Ich glaube, ja, geht's weiter. Dialoge. So, wo ist das? Kehre zur Barriere zurück. Ja, Ding war unten auch gerade, wo er dann blinken war. Jetzt kann man das durch. Wow. Was ist los? Was ist los? Jetzt kann man da durch. Das wäre so ein Magier. Ja.
Was? Oh. Okay. Oh nein, Ninja Skelette. Mhm. Da. Ah, komm mal her. Ja. Was? Was zum Glück habe ich das nicht gerade aktiviert, ey. Ja, ich sag doch, warte mal, da ist noch ein Bug. Ah. Da ist irgendwie ein Knochen, auf jeden Fall dieser Knochen auf der Spawn-Key immer wieder. Was? Nein, ist gar nicht mehr. Ist ja gar nicht nervig. Gott. Vielleicht komme ich dazu, den fest Knochen aufeinander zu greifen. Wenn ich sicher da sterben, nein. Ja, einer ist genau da drin. Ich schicke dir schon die ganze Zeit rein. Ich kann das Ding nicht anvisieren. Ich tue noch wieder ein paar Blitze da reinschicken. Ich bin tot. Oh Gott, dann verziehe ich mich ein bisschen. Ich will den blöden Knochen auch wieder angreifen. Ja, ich auch. Ja, da war so viel aus. Ich komme nicht dazu, den anzugreifen, das ist zu viele Gegner. Boah, fehlt mir hier schon wieder. Boah. Ah, dein Vieh, ich belebe das gerade wieder. What? Oh, ich bin schon wieder tot. What? Schon wieder? Sehr viele Gegner. Ja. Bist du direkt da reingespawnt oder was? Ich bin extra zurückgegangen. Nein, ich bin da reingegangen und wollte dein Vieh da wieder beleben. Boah, ich tue dir einfach. Ich hole mir ein neues. Komm nicht dazu, den blöden Knochenhaufen da anzugreifen, ey. So. Na, hat doch nicht mal viel AP, das Ding. Ja. Boah. Ich sehe die HP von dem Vieh nicht mal. Er hat nur ganz klein zu wenig, hat er noch. Freut mich, dass du das sehen kannst. Ich sehe nur die ganzen die Namen von den ganzen Gegnern hier. Genau das meine ich. Überleb. Ja, ich gehe ein bisschen weg. Hat man erklärt. Da kommen wir mehr, ey. Wie willst du denn den Scheißhaufen da angreifen zum Teufel? Ich bin tot. Boah. Ich muss mal die Skelette erledigen, damit das Ding stirbt. Ja, das kann ja nicht sein, ey. Wir sind ja schon seit ewig daran dran, ey. Sterben ja irgendwie. Ja, die sterben ja. Der spawnt ja sofort wieder, ey. Komm nicht dazu, das wieder anzuvisieren, ey. So, greif da blöde Ding an. So, fast tot. Komm. Ja. Gott, verdammt, ey. So, ich muss jetzt mal meine Diener wieder rufen, ey. Fucking hell, ey. Das ist mein Gimmick, ey. Ich habe überhaupt nicht gesehen, was der für eine Lebensenergie hat hier. Oh. Ich mal ein bisschen die Grafik runterstellen, noch ein bisschen. Und die Grafik noch. Und dann kann ich irgendwas anderes. Schattenqualität, komm. Ah. Okay, fertig. Ja, ich bin fertig. Alles. Dann komm, du Stück. Ah. Ja. Ja, das Feuer verfolgt mich. Geh weg. Tot? Ja. Ja. So, und schon wieder experimentell.
So. Nee. Nicht gut. Okay, so war fertig hier. Ja, das sieht so aus. So, und nun. Brauchst du irgendwas für erhöhten Blitzschaden, Daniel? Kommt drauf an. Am Götzen. Oh. Oder nicht? So einen kleinen, einen ganz kleinen. Den mittelgroßen, würde ich sagen. Oh. Oder nicht? Den würde ich als mittelgroß bezeichnen. Oh, weiß ich nicht. Kannst du auch geben, wenn er will. Yes. Ich hab nichts mit Blitz, also. Nein, ich brauche das, wenn ich übergeben kann, ich den da trotzdem. Okay. Nee, so einer ist der. Genau die Einstellung mag. Jo, danke. Ich habe einen Schurkengötzen gekriegt, den kann ich gar nicht benutzen, ja. Kann ich das hier noch irgendwie umplatzieren? Nee, ne. Magierfrachtplätze oder so, in dem Scheiß, das ist ja nicht mal für mich hier. Ja, Gott nochmal, wieso ist immer alles so viel schlechter, ey? Okay. Echo läuft bereits, aber du bist in einem Echo drin, deswegen kann ich ja nicht zugreifen. Also ja, warte, ich komm. Schon sagen. Keine Belohnung, okay. Ich weiß nicht. Wir haben eine Quest Echo abgeschlossen, ich weiß nicht, was das bedeutet. Das ist irgendwie die Mission hier von dem Dingen hier. Erobere die Quest Echos. Oh, okay, gehen wir da rein. Gegner haben plus 15 kritische Trefferchance. Echo Belohnungen sind ein einzigartiger Gegenstand. Guck mal, was damit auf sich hat. Schneebedeckte Gräber. Können wir nicht mal irgendeinen Ort besuchen, der irgendwie heißt strahlende Blumenwiese oder so? Warum müssen es schneebedeckte Gräber sein? Warum keine schneebedeckten Leichen? Warum keine schneebedeckten Menschen? Töte Feinde, um einen Hinterhalt anzulocken. Oh. Da ist schon wieder so ein Knochenhaufen, oder? Oh nein. Ja, aber der ist nicht so stark. Das war lila, nicht? Yay. Kriegerfluch, Knochen der Reinheit, alles klar. Ein gebundenes Gespenst. Stufe 60. Yay. Aber
sollte der Daniel dann nochmal gegen Cthulhu kämpfen. Ne. Ich hoffe, er ist eine bessere Rüstung und mehr AP. Ja, Hauptsache, du bist glücklich. Oh, noch ein Dungeon-Schlüssel. Ja, die können wir auch noch mal abchecken vielleicht. Echo erobert, was? Sind schon fertig hier? Warte. Plus einen Wolf beschwören? Her damit. Klappt das? Lande. Ich will auch. Ja, das ist wahrscheinlich so was, was ich sowieso nicht benutzen kann. Da steht irgendwas von Krieger. Ich bin kein Krieger. So scheiße, da steht plus ein Wolf beschwören, aber ich krieg keinen weiteren Wolf. Meine Begleiteranzahl erhöhen, nehme ich an. Das wird auch langsam mal Zeit, ne? Aber ich krieg nichts. So, der Gegner kommt her. Wir müssen euch noch alle töten. Glaube ich. Ja, ja, da dauert noch vielleicht. Gebiet ist da relativ schnell echt irgendwie. Wo bist du? Wo ich bin, ich laufe hier durch die Gegend. Ich will alles. Oh Gott, oh. Ich mag dieses Spinnendesign nicht, ey. Die sehen so realistisch aus. Ja, wir müssten 9 Beine haben. Dann würde ich mich besser fühlen. Aus demselben Grund, warum die Sims nicht nur 4 Finger haben. Ja. Das stimmt doch. Das ist mit den meisten Cartoon-Figuren, haben die extra noch 4 Finger. Weil einfach zu zeichnen sind. Das hat auch einen psychologischen Grund, ey. Damit die sich nicht menschlich fühlen. Der menschliche Verstand mit so was nicht klar, wenn dann irgendwas versucht, was nicht menschlich ist, versucht menschlich auszusehen. Deshalb werden die das mit 4 Fingern machen, damit das Gehirn sagt, okay, der hat nur 4 Finger, das ist kein Mensch. Okay. Oh, das Ding ist ein Freak. Ja. Damit kann ich leben. Ja, das löst Unbehagen aus, wenn irgendwas, was keine Ahnung, kein Mensch ist, versucht, ein Mensch zu sein. Naja, ja. Irgendwas Psychologisches, ey. Uncanny Valley heißt das. Okay. Wenn etwas menschlich ist, aber irgendwie auch nicht. Ah, okay. Wie hier zum Beispiel hier in Japan, da haben sie ja schon irgendwie so Roboter und so haben sie ja schon gebaut. Ja, ja. Und wenn die sich irgendwie bewegen und reden, dann... ich meine, es ist sehr offensichtlich, dass es ein Roboter ist, so wie die sich bewegen und wie die reden und so, ne? Ja, ja. Und das ist irgendwie gruselig. Ja, irgendwie schon.
So, wir sind ja fertig. So, hier habe ich wieder ein Ding reingepackt. Jetzt weiß ich aber nicht, wo ich noch was hier reinpacken soll. Okay, Ross hier. Hier haben wir eine Belohnung. Gibt es keinen verbannten Magier hier? Oh, ich kann nicht dran gelacht. Verdammt. Ja, vielleicht gibt es ja hier keinen. Okay, okay, ich habe das Ding in der Mitte geöffnet und habe ein einzigartiges Einhandschwert bekommen. Erhöht Nahkampf Angriffsgeschwindigkeit. Ja, wenn ich das nur benutzen würde, ne? Also ich drehe mir immer ein weiter tieferes Gebiet vor, ey. Die Anzahl der Gegner, die nimmt irgendwie nicht ab, ey. Erhöht Angriffsgeschwindigkeit und... Warum ist, warum ist denn die Beschreibung bis ganz viel Gold? Ja, baby. Oh. Gespannt, meine Armeen ziehen weiter gegen Osten. Bin gespannt, was du bekommst. Hast du den Dungeon verlassen? Ja, ja. Okay, ich habe in der Mitte die Belohnung geholt, hab ein einzigartiges Schwert bekommen. Was du bekommst. Ich mal sehen. Ich bin hier immer noch drin, ey. Ich bin hier mittendrin. Hier sind lauter Gegner, ey. Ich bin ohne den Daniel am Leveln. Oh, ich habe den verbannten Magier gefunden. Daniel, der verbannte Magier. Hallöchen. Bist du wieder da? Hier ist auf der anderen Seite. Hallo, wie geht's denn so? Ich habe gehört, ein verbannter Magier ist hier. Ja, das ist ja ist der Dealer? Ne, das, nee, das sieht nur so aus. Okay. Na komm, jetzt geht mal weg hier, bitte. Ja, ich hab's jetzt ausgedient. Okay, was ist das denn? Das ist der Truhe auf der Karte. Eine Truhe? Ja, unten hier. Auf der Karte ist unten eine Truhe bei mir. Ein Questmarker. Dann gehen wir mal rein. Der hat sogar ein Quest-Symbol. Ja, ja. Aus dem Weg. Ja, vielleicht ist es vielleicht nicht so gut, sofort den dann verlassen. Oh, die hat wieder eine Sache. Alter, oh Gott, ey. Was kann denn da alles raus, ey? Oh, nicht. Okay, bei mir gab nichts. Nur ein paar goldene Sachen. Sehr viele Sachen, ey. Also sogar ein lila Teil, ey. Was ist das denn? Was? Daniel, das ist ein Schild. Das ist wie heißt das? Das Steuer von einem Schiff sieht das aus. Das soll ein Schild sein, ey. Ja. Von einem Schiff hier, wie heißt das? Drehding da. Ein Ruder. Ja. Ja, habe ich ja auch. Ja. Und zerstörbares Steuerrad des Verteidigers. Ja, genau das, ey. Da, oh, der Gürtel sieht gut aus. 121 Rüstung für den Gürtel, ja bitte. Ist das hier Thor's Hammer oder was zum Teufel ist denn hier? Ey, hier ist ein Anker. Willst du diesen giftigen Anker des Ruhms, Daniel? Das sind Ankerarme. Einfach nur ein paar Schiffsteile als Rüstung tragen. So, dann verliere ich ein bisschen Rüstung. Ja, erhöhte Diener-LP, erhöhte Schergenschaden. Das klingt sogar gut, ey. Erhöhte Intelligenz, erhöhte Feuer. Scharfschützen. Heizsamen Bogen kann ich nicht gebrauchen, ich benutze keine Bogen. Besudeltes Schatzkammerzepter des Blendens. Das ist ein kleines beschissenes Messerchen, das brauche ich auch nicht. Ich gehe schon mal zum Magier. Ja, ich komme sofort. Irgendwie kann man das auch einstellen, dass man irgendwie bestimmen kann,
weil da wird irgendwie gehighlightet, irgendwie was für Ausrüstung man haben will. Irgendwie kann man das, glaube ich, machen. Also man kann sich irgendwie so Sachen aussuchen, so ich suche Sachen, ich suche den Effekt, glaube ich. Da kann man halt irgendwie einstellen, ob man nur die Sachen dann auch sieht oder so. Aber ich weiß ja, nicht. Oh, ich habe ein lila Schwert, Daniel. Hm. Das ist vielleicht was für dich. Ah, nee, du benutzt ja schon gut, du benutzt keine Nahkampfsachen, ne? Ich hab so eine. Die Axt, die ich habe, gibt mir einen Punkt auf bei alle Fähigkeiten. Also einen weiteren Punkt, den ich in meine Fähigkeiten reinpacken kann. Deswegen... Die Fähigkeit, weil nicht. 15,3% von Nahkampfschaden wird als Gesundheit geraubt. Da ist unmöglich. Also du machst aber keinen Nahkampfschaden. Ja, ja. Oh Gott. Okay. Komm her. Oh, ich hab zu früh geschossen. Oh. Oh, oh Gott. Was hat mir getan? Das Feuerrad. Okay, der ist aber ganz schön schnell tot. Ich auch. Na, schon wieder was Experimentelles. Flammender Christ des Ruhms, was? So. Also ich kenne den Christ, der war noch nie rum. So, ich glaube, da war es aber ja. Nein. Ja, das war's. So, jetzt müssen wir nur ein Portal finden. Irgendwo habe ich ein Portal geöffnet. Ich komme ja gar nicht mehr raus, glaube ich. Also mein Portal. Das Portal öffnen. Ja, öffne du halt. Nein. Er hat sich für mich nicht geöffnet. Da muss ich mich zu dir teleportieren. Hat sich das Spiel aufgegangen? Okay, das nicht. Das war gerade jetzt lange. Folianten der Erfahrung oder Ruhen, was soll ich nehmen? Hm. Oder kriegst du nicht was Einzigartiges? Ich habe ein einzigartiges Schwert bekommen. Ja, ich anscheinend nicht. Das war irgendwie der Effekt von dem Ding, was wir gemacht haben gerade. Die Belohnungen werden mit der entsprechenden Gewichte der... Seltene Relikte. Wenn du ein Echo eines Gruppenmitglieds im Monolith abschießt, kannst du aus 12 zufällig zusammengestellten Belohnungen eine ausgewählte... Ich kann jetzt hier zwischen Erfahrung und Runen. Hm. Oder nicht.